Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Echoes of Mana. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was machen wir heute? Wir haben ein Quest-Meeting vor. Bestimmt einiges. Weil wir im letzten Part haben wir einen bösen Ritter besiegt. Der hat uns, fertig gemacht. Ja, Sachen gibt's, ne? Die gibt's nicht. Aber, wir haben viel Sachen oben. Ich kenne mich hier noch gar nicht aus, ne? Oh, sie steht hier so rum. Können wir mit ihr sprechen oder so? Warte mal, kann ich da auf das Symbol klicken? Auf in eine unbekannte Welt. Zur Quest wechseln? Nein. Was kann ich hier eigentlich holen? Geh mal rein da. Zum Shop wechseln? Ja, geh mal her. Einmal kurz sich da angucken, was sie da im Angebot haben. Die gute Frau Moti. Charaktere verkaufen. Was? Ist das hier Menschenhandel? Lucre-Shop. Wie viel Lucre haben wir? Wir haben 56.000. Na, gucken wir mal, was wir da sonst so haben. Zeig mal dein Angebot. Bonbon. 5.000. Was? Bonbon? 5.000? Wo sind wir hier gelandet? Das ist ein bisschen übertrieben, oder? Ein Bonbon 5.000? Seit wann bist du der Wucherkater? Zeig mal hier den Kristallshop. Ah, ich verstehe. Okay. Man kann sich also Kristalle kaufen. Trotz auch Mana Stick. Stickers. Okay. Und man kann sich hier. Ja, wenn man Lust hat, kann man halt hier Geld investieren. Ne? Ich verurteile auch niemanden. Also, wenn ihr wirklich euch denkt, investiere ich mein Geld hier in dieses Spiel? Dann könnt ihr das alles gerne machen. Allerdings behaltet euch im Hinterkopf, das Geld ist dann weg, ne? Und es ist ja. Ja. Also aufpassen, Leute. Kauft nicht einfach irgendwas oder so. Aber ich plädiere da mal auf eure Vernunft. Wenn ihr da Geld reinstecken wollt, dann tut es. Wenn ihr es nicht wollt, dann lasst es bleiben. Und ich bin zwar auch kein Fan davon, aber so ist halt die Machart, ne? Ich meine, die Japaner, denen stört das auch nicht mehr. Die sind daran schon gewöhnt. Ist eher, dass die Europäer sich daran stören. Was ist das hier? Zu Freunde wechseln. Nee, dann machen wir erstmal weiter. Wir können uns hier später noch umgucken, nicht wahr? Machen wir erstmal die Quest weiter. Wir haben ja im letzten Part haben wir ja aber eine haushohe Niederlage erlitten. Deswegen machen wir mal raus aus der Klemme. Oder, warte mal, was habe ich da gerade gesehen? Gibt es Events? Nee, wir haben keine Events. Schade. Ich würde gerne mal ein Event sehen. Aber das wird wahrscheinlich nicht zum Release, weil wir haben heute ja den Release-Tag noch, zumindest jetzt im Aufnahmezeitpunkt. Ist jetzt gerade erst frisch raus seit 3 Stunden. Oh je, Pike, Kyoto ist wieder topfit. War nur ein Kratzer. Alles okay, erschreck uns doch nicht so. Was ein Glück. Okay, er scheint es nur auf dich abgesehen zu haben. Will er Rache für etwas, was du getan hast? In der Legende des Mana-Baums ist der Ebenholzritter ein Bösewicht, der versucht, dem Mana-Schwertkämpfer in die Quere zu kommen. Ist es vielleicht das? Das klären wir später. Jetzt. Nehmt mir die Beine in die Hand und rennt so schnell ihr könnt. Okay, Kyoto Minach, ich kenne mich gut in der Stadt aus. Wir können ihn nur abhängen. Ach komm, haut einfach auf. Hoffe ich. Einfach aufkloppen, Mann. Was soll schon passieren? Au. Nein, da ist er. Umkehren, lauft. Der portet sich doch durch die Weltgeschichte, Mann. Ja, sag ich doch. Ich fass es nicht. Vor allem durch die Mana-Geschichte. Lol. Ich fass es nicht. Also, hier lang. Gut, ihr lauft mal. Ich trinke in der Zeit meinen Kaffee. Lass sie mal laufen, wa? Ich kann nicht mehr. Wir können ihn einfach nicht abschütteln. Was machen wir hier? Kämpfen? Kämpfen?
Ihr beide lauft, ich werde ihn aufhalten. Nichts gibt's, ich war mein Traum schon so nahe. Wenn ich das tue, dann bin ich wieder am Anfang. So sehe ich das auch, unterschätze mich nur nicht. Es muss einen Weg geben. Kito. Wer spricht da? Mana-Göttin etwa? Komm zurück, zurück unter dem Mana-Baum. Kito, es scheint es nur auf die abgesehen zu haben und er scheint nicht aufgeben zu wollen. Rückzug, lass uns zur Göttin zurückkehren, sofort. Okay. Adios. Lass mal die beiden alleine hier mit den Schwertkämpfer, ey. Weg hier. Das ist viel zu gefährlich. Was? Kito? Ach, er haut dann auch ab. Ja gut, er hat mit der anderen nichts zu schaffen, wa? Aber Kito denkt sich auch so, lol, lass ich die einfach mal bitte alleine. Sind die beiden verschwunden? Ja, wir sind abgehauen. Wir haben euch einen Stich gelassen. Mit der Vermutung zumindest, dass der Ritter euch dann in Ruhe lässt. Wir hätten auch falsch liegen können, wa? Aber so weit denkt das Spiel dann ja unglimmlich. Oh, willkommen zurück, Kito. Das Mädchen spricht. Ah, ich mag die Musik wirklich, ne? Du warst auf Abenteuer, oder? Erzähl mir alles. Ich meine, warum nicht? Erzähl mir jetzt hier, was passiert ist. Ja, man hätte sich auch für sie entscheiden können, ne? Es gibt nicht viele Mana-Spiele, wo man sich zwischen... Doch, es gibt einige eigentlich mittlerweile, ne? In Schildhund auf Mana kann man sich ja entscheiden. In Sword auf Mana kann man sich entscheiden. Legend auf Mana kann man sich entscheiden. Und in anderen restlichen nicht mehr so, ne? Ja. 1.9, Erinnerung der Echo-Welt. Nehmen wir das nochmal an, ne? Also eigentlich kann man sich in vielen Titeln schon mittlerweile entscheiden, welche Rolle man einnimmt, ne? Es gibt nur wenige. Überleg gerade, Secret of Mana ist das Secret of Mana Mystic Quest. Heroes of Mana kann man sich auch nicht entscheiden. Das spielt man ja eh alle. Das ist schwierig. Rise of Mana war auf jeden Fall, das spielt man ja auch Kelly. Also Keltrick. Sonst, also wirklich, das Spiel ist, also. Kann man sich doch in vielen Mana-Titeln entscheiden, welche Rolle man spielen will. Wobei es eigentlich in den meisten Titeln auch irrelevant ist, außer Sword of Mana, da hat man, glaube ich, eine kleine andere Storyline. Aber gut, also darum sollte es jetzt nicht gehen. Reden wir weiter hier. Du hast also neue Freunde gefunden. Duffel und Pike, die würde ich gerne kennenlernen. Ein Laden, ein Schmied in der Stadt, da scheint ja echt was los zu sein. All diese Leben erfüllte Orte sind verschwunden und das hier ist alles, was übrig geblieben ist. Obwohl alles wieder so wird, wie es mal war, wenn du das heilige Schwert gefunden hast, das wäre auf jeden Fall schön. Die Sache ist die, ich muss immer auf Bildschirm rauftappen, sonst dunkelt der aus ab und dann ist die Aufnahme weg. Ja, super, ne? Freut mich immer sehr. Eine Frucht. Kommen wir in ein anderes Reich? Das wäre so super, oder? Die Erinnerungen der Echo-Welt haben sich tief in Kito eingraviert. Es fühlt sich an, als hätte sich der Gedanke, dass die verschwundene Welt wieder erwacht ist, in mir manifestiert. Was war das? Ah, die Mana-Kollegin, ich finde sie voll schick, oder? Willkommen zurück, Kito. Ich bin froh, dass du unverletzt zurückgeschafft hast. Das sah wirklich brenzlig aus. Wer mag die Person sein, die es auf dich abgesehen hatte? Jemand, der das heilige Schwert für seine eigenen Begierden sucht oder jemand, der die Wiederherstellung der Welt verhindern will? Zumindest sieht es so aus, als sei die Suche nach dem heiligen Schwert in dunkle Schatten gehüllt. Eine ähnliche Gefahr könnte in Zukunft wieder auf dich lauern. Jedoch habe ich selbst mit diesem Wissen keine andere Wahl, als dir diese Aufgabe anzuvertrauen. Bitte vergib mir. Ich bin wahrlich eine hilflose Göttin. Aber ich glaube fest daran, dass du das heilige Schwert finden wirst. Schau, die nächste Erinnerung wartet schon auf dich. Oh yes, oh yes. Oh, lass mich in die Welt von Mystic Quest oder Secret of Mana. Alter, boah, hab ich da Lust drauf. Ich will in die anderen Mana-Welten rein. Hier, Quito. Hier bist du also. Los, lass uns zum Mana-Baum gehen. Okay. Warum? Freut mich, dass du so einsichtig bist. Lass uns mal losgehen. Ah, oh, geht's wieder los? Viel Spaß. Wer ist denn das?
Ich bin ich? Kyoto geht auf die Suche nach dem heiligen Schwert und ich halte hier so lange die Stellung. Das hat die Göttin so gesagt. So soll die Stellung halten also. Genehmigt, dann pass aber gut auf dich auf, solange ich nicht da bin. Mach ich. Sie wartet einfach auf uns. Oh, was ist das denn für eine Frucht? Sieht ja merkwürdig aus. Sieh da deine neue Frucht. Ah, genau. Lass mich dir vor dem Erden noch etwas sagen. Ich hoffe, es ist Zufall, welche man nur bekommt. Wenn du einmal eine Echowelt geerntet hast, kannst du jederzeit in sie zurückkehren. Schau, du hast eine geerntete Frucht, oder? Solange du diese hast, kann ich in die Echowelt zurück. Okay, ich verstehe schon. Also kann ich jederzeit zu den anderen, zu Davil und was weiß ich, wie der andere heißt. Piki, genau, Piki. Ich wollte eine Frucht ernten. Dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Ich wollte den anderen. Kannst du so in die Erinnerung der Stadt Pins zurückkehren? Ich habe es eigentlich nur erklären wollen, aber Kyoto hat sich gleich reingestürzt. So ein Schussel. Oh, und es ist doch nicht wieder dieser schwarze Ritter auf den Fersen, oder? Ich hoffe nicht. Oh, Kyoto! Hilfe! Erschreck auf mich doch nicht so. Lass dieses plötzliche Geschrei. Entschuldigung, ich habe mich nur gerade an den schwarzen Ritter erinnert. Was ist denn mit ihm passiert? Er ist einfach so verschwunden. Genau im gleichen Moment, als sich Kyoto Luft aufgelöst hat. Ah, was ein Glück. Der gruselige Typ scheint weg zu sein. Ihr habt ihn Ebenholzritter genannt, oder? Dann lasst ihn uns von nun an auch so nennen. Nicht als würde ich ihm ein zweites Mal begegnen wollen. Es sah so aus, als wäre er hinter dir her. Du bist ja nur eine halbe Portion. Da dachten wir schon, er hätte dich tatsächlich erledigt. Genau, du bist ja von einem Moment auf den anderen einfach verschwunden. Was ist denn passiert? Wo bist du hin? Wir sind in das Heiligtum des Malers geflohen, den Ort, an dem sich die Göttin befindet. Bösewichte haben dort keinen Zutritt. Ach so. Ist ja noch nie passiert, dass da Bösewichte drin waren, wa? Heiligtum? Da, wo die Göttin ist? Peter, du erzählst immer so wunderliche Sachen, aber es scheint wirklich wahr zu sein. Ich erzähle gar nichts eigentlich. Wie auch immer, wenn es dir gut geht, dann sag uns das gefälligst. Tut mir leid. Solange du noch lebst, ist alles okay. Ich bin wirklich froh, dass es dir gut geht. Das tut mir leid war eigentlich nur dafür da, damit ich die Leuten immer Entschuldigung, dass ich einfach gegangen bin. Das kann ja wohl nicht sein, oder? Pika hat sich mega Sorgen gemacht. Hat dauernd so Sachen gesagt wie, wohin ist Kyoto verschwunden? Oder ob alles in Ordnung ist? Ob Kyoto noch am Leben ist? Klappe, sag nicht solche unnötigen Sachen. Wieso, wenn ich es nicht sage, weil dann? Von selbst würdest du ja nie machen. Wenn der Ebenholzritter nicht hier ist, ist dieser Ort hier sehr praktisch. Vielleicht können wir ihn später als Stützpunkt verwenden. Naja, ich weiß nicht, ob es so sicher ist, wenn der Ebenholzritter schon einmal hier war. Nun, wir sollten uns auf den Weg nachmachen und uns zu unseren ursprünglichen Vorhaben zurückkehren. Oh, ihr geht schon? Tschüss, kommt bald wieder. Calm down, schnell weg. Du siehst immer so verpeilt aus, aber bist ein echter Wirbelwind, was? Wenn du unsere Hilfe brauchst, dann ruf uns nur nach. Dann ruf nur nach uns. Wir stehen dir bei. Genau, wir kommen mit wieder Blitz angeschossen. Wir sind schließlich deine Ritter. Alles klar. Ich stecke euch da mal kurz in die Tasche und hole euch hier das halt wie Pokémon raus. Das war ein kleiner Umweg. Dann noch einmal. Möchtest du eine neue Frucht ernten? Ich würde gerne eine neue Frucht ernten. Leider war das heilige Schwert nicht in der letzten Erinnerung. Dieser werden wir in der Erinnerung sicher etwas finden. Ich kann es spüren. Ja, lass uns jetzt ernten. Dann wollen wir mal los. Gib her, ich will wissen, was da drin ist. Oh, ich bin so neugierig. Unglaublich. Und es wird noch erstmal geladen. Ich will in die nächste Welt. Und ich bin gespannt, welche Welt es sein wird. Es kann natürlich sein, dass es chronologisch nach Release oder so ist, dass wir jetzt erstmal als Mystic Quest sehen. Oder und danach Secret of Mana. Und danach Trials of Mana. Also zumindest das Original auf SNES. Ah, wir haben das gesamte Bild vollständig. Du hast die Erstabschlussbonung erhalten. Beginn der Reise. Gut, wir ernten. Oh, das letzte. Was wird es sein? Secret of Mana. Nice. Mein Lieblingsspiel. Ah, ich hab vergessen, dir etwas zu sagen. Hast du ein wenig Zeit? Ja, ich habe ein wenig Zeit. Was willst du denn jetzt noch? Oh, ich will dahin. Ich will dahin. Ich will dahin. Aber jetzt muss ich mir erstmal was erzählen lassen. Okay, was ist das? Na gut, dann müssen wir durch, ne? Dann müssen wir leider durch. Mehem, sieh nur, all die Missionen, die hier aufgelistet sind. Wenn du die Mission abschließt, erhältst du Gegenstände, die bei deinem Abenteuer so nützlich sein könnten. Okay. Oh Gott. Okay.
Für ein kleines Küken wie dich, Menschkind, empfehle ich dir die Mission für Neulinge. Das alles, das war meine äußerst hilfreiche Mitteilung. Führe zweimal eine Ernte durch, schalte zwei Felder auf der Mannschaft frei, verstärke ein Erinnerungsjuwel, rufe eine Rüstung und was kriegt man dafür? Eine 3-Sterne-Prim. Ne, damit können wir eine 3-Sterne-Prim auf 6 Sterne erwecken. Okay. Ja. Cool. Aber wir werden jetzt trotzdem nicht mehr ernten. Es wird zu spät. Es wird zu spät, ich will nicht mehr länger machen. Ich mache die Parts auch immer so lang, weil ich halt wirklich unfassbare Nackenstarre beim, wenn ich das auf mein Smartphone drauf gucke, kriege. Das mache ich. Ich bin normal also kein Typ, der da. Nee, wisst Bescheid. Nicht so lange hier am Daddeln ist. Was Smartphone-Spiele angeht. Dementsprechend. Ja. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like, einen Kommentar da und abonniert, wenn ihr nichts verpasst. Und im nächsten Part geht's weiter. Das wollt ihr nicht verpassen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.